Leute, heute spielen wir weiter mit The Eternal Cylinder, da wo wir gestern aufgehört haben, und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie ich dem Sturm entkommen soll. Ich werde es versuchen, aber kein Plan. Ich habe gerade gestartet und wurde direkt überrollt, weil das genau in dem Punkt anfängt, wo das Ding anfängt, sich zu bewegen. Ich versuche jetzt keine Kameraden zu verlieren und halt natürlich auch schon nach irgendwas, das mir sagt, da fängt der Sturm an. Jungs, habt ihr eine Idee? Da hinten blitzt es vor allen Dingen, ne? The cylinder would lash out at the land, but it would not let them run too far. Ich nehme mal alles mit, ne? Ach, ich muss in der Nähe von dem Teil bleiben. Ich darf nicht weit weg. Und jetzt, ich habe mir die Stelle mindestens 20 Mal angeschaut, wo ich so runtergeflogen bin. Aua. Und jedes Mal haben sich Blitze bei mir gebildet, wenn es bei mir einschlagen sollte. Da ist was tot gerade weggeflogen. Ich passe auf, dass ich nah genug dran bleibe, dass diese Blitze nicht kommen. Wer von euch hat ein dickes Inventar? Du. Ich kann, glaube ich, kurz was essen. Einen Moment. Ich will das Bild ein bisschen verschieben, damit ich den Chat lesen kann. So. Wie nah ist das Teil? Ich kann noch mal kurz was essen. Und direkt weiterräumen, weil hier Viecher sind. Sobald ich Blitze sehe, ein bisschen zurückgehen. Okay, noch leben alle. Wo ist denn überhaupt der Turm? Oh, der ist noch irre weit weg. Ich rolle jetzt mal einfach so weit, bis sich Blitze bilden und roll dann wieder zurück. Weil dann bin ich ja eigentlich in sicherer Entfernung. So, da bilden sich Blitze, ich gehe wieder zurück. Das ist so furchteinflößend, ne? Im Übrigen, Leute, ich habe gerade eben, während ich das Spiel gestartet habe, gesehen, dass es Kapitel gibt. Und ich bin immer noch gerade mal im Tutorial, also im Prolog. Das Spiel geht noch richtig lange, ne? Also daran werde ich noch Wochen dran zu sitzen haben. Damit das Würmchen ein... Ich will nur bis zum Turm. Diesmal mache ich wenigstens alles richtig. Okay, es ist noch weit genug weg. Ich brauche keine Angst haben. Um den machen wir mal einen großen Bogen. Und dann will ich einmal kurz reinhören, ob man mich gut hört, weil bei der Lautstärke, die dieses Spiel hat, bin ich mir nie so wirklich sicher. Und das Ding sieht auch interessant aus. Da bin ich gestern schon dran vorbei. Ich will gucken, habe ich die Zeit, da reinzugehen? Nein, definitiv nicht. Bringen wir uns erstmal in Sicherheit, dann kann ich checken. So, jetzt bin ich in Sicherheit, jetzt kann ich einmal den Zaun checken. Okay, ich habe jetzt den Zaun einmal geprüft. Leute, alle hier rein. Ich hoffe, diesmal wird das Teil anständig aufgehalten. Oh, was sind denn das für Pflaumendinger? Die lösen die Transformation aus. Ich will gucken, aber ich gebe es lieber einem anderen. Okay. Wen habe ich gerade? Yannick. Dann zeig mal Yannick. Filterrisse. Filter giftige Dämpfe und ermöglicht die Tretung, Gebiete voller giftiger Gase sicher zu erkunden. Damit kann ich in die Gasgebiete. Ja, dann sammle ich das doch ein bisschen. Und gib das direkt jedem einmal. Das ist ja nur auf den Rüssel, den kann ich ja jederzeit austauschen. Ich nehme mir davon 10 mit. Dann kann ich immer in diese Gebiete rein.
So, Sven. Perhaps it held an answer to their troubles. Ich glaube, 3 brauche ich noch. Ach komm, ich nehme mal noch einen mit. So, warte, das können wir jetzt ganz schlau machen. Sven hat 1, ich habe jetzt gerade 1 gegessen, Sunny braucht noch 1 und Dave braucht 1. So, und jetzt kann jeder einfach sich gönnen. So, jetzt kann ich mit jedem durch giftige Gebiete. Das hätte ich gern letztes Mal gehabt. Okay, gucken wir uns mal die Karte an. Da ist wieder so ein riesen Tempel. Da ist ein Loch zum Reinfallen. Ich will mal auf die Beine gucken. Wer von euch hat kurze Beine? Alle. Alle bis auf Dave. Okay. Sven wird auch wieder so ein Wassertyp. Yannick behält die Filterdinger. Und ich habe jetzt wieder diese Sprungbeine. Da vorne ist auch ein neuer Kollege, den ich mir mitnehmen kann. Okay. Nach gestern deutlich besser. Da ist schon wieder, glaube ich, was gestorben, oder? Nee. Da sind wieder diese Flatterdinger. Muss gucken, dass ich mir einen dieser fetten Fische finde und wieder dem Yannick gebe. Oh, ich kann wieder jemanden glitzern lassen. Ich habe die Tröte nicht. Ihr habt doch jetzt gerade ein paar von den Teilen eingesammelt. Nein, habt ihr nicht. Sven will ein paar von denen haben. Halt wegen Wasser. Ich habe Angst vor diesen Tentakeln, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe Angst, dahin zu gehen. Da ist ein Teich, da kriege ich definitiv einen fetten Fisch. Hm? Ich dachte gerade kurz, irgendwas greift mich an. Okay, ich will einen dicken, fetten Fisch. Ach, das ist der Schatten von dem Tentakel, den man sieht. Apropos Fisch. Den Fisch will ich eigentlich auch für jeden. Weg damit. Was ist eigentlich mit diesen blauen Dingern? Ach so, Wasser. So, kommt hier. Jom. So, jetzt habe ich ein paar gleich mit Schwimmhäuten. Die Beine werden ja dadurch nicht kleiner, ne? Doch, dafür hat man kleinere Beine. Verdammt. Yannick? Du bewahrst mal all diese Teile auf. Und die machen Wasser. Warte mal. Irgendwas will mich angreifen. Im Wasser sollte man doch nicht zerstampft werden können. Ich bin im Wasser. Du kannst mich doch eigentlich nur runterdrücken. Alt! Okay.
Ich gehe ja schon. Wen habe ich gerade? Yannick. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so knuffig und gruselig zugleich. Ist nur schade, ich habe keinen dicken Fisch im Wasser gefunden. Yannick darf heute noch nicht dick werden. Noch nicht. Ah, dieser blaue Nebel füllt meine Ausdauer wieder auf, oder wie? Und das ist ja praktisch. Jetzt wollen sie ja über die Dinger bringen. As they approached the colossal creature, their optimism faded. It did not seem to like them at all. And now they realized what terrible danger they were in. If this creature guarded the way to some holy place, then that place must lie below it. And being so large, the creature most likely could not see what was in front of it or beneath it. Okay. Perhaps the size of the Trebon was an advantage after all. Das Ding ist Gefahr hoch 80. Okay. Hä? Wie? Wo? Was? Ich guck gerade bei Twitter. Wie? Ich habe den falschen Stream verlinkt. Anderes Problem zuerst. Au. Ne, bei mir ist hier richtig. Ja, das habe ich ja heute erst umgeändert. Man kommt doch, glaube ich, so trotzdem zum Kanal. Oder nicht? So, davon wollte ich ein paar haben. Ich höre schon wieder Blitze. Wo war jetzt eigentlich Kollege in orangener Blase? Okay. Muss ich noch umändern. Aber erstmal... nee, warte. Den verspeist du? Da du weniger hast, gebe ich dir noch ein bisschen Futter, so. So. Jetzt nochmal, wo war diese orangene Kugel? Da ist nämlich ein Kollege drin. Hallo, dicker Fisch, bist du da? Hallo? Da ist dicker Fisch! Komm hier! Ich hab ihn! Nein, 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 nein! Ja, ich habe gemerkt, weil ich mir die Stelle so oft angeguckt habe durch deinen Clip, dass der nur kommt, der Blitz, wenn man sich zu weit von der Rolle da entfernt, also vom Zylinder. Man darf sich dann nicht mehr beeilen, wenn die Blitze einschlagen. So, Yannick, du darfst dich freuen. Achso, jetzt sollte es gehen. Jetzt kommt der dicke Fisch. Nom, nom, nom. Ja! Der dicke Yannick ist und bleibt die Meter. Irgendwer muss ja das Zeug transportieren. Sven ist auf dem Wassertyp geworden. Ah, da ist die Kapsel. Bitte töt mich nicht. Was brauche ich denn überhaupt für den? Oh, Zeug, das ich schon dabei habe. Hallo? Ach, ich soll jetzt hier nur das Ding runterschießen? Wassermarsch! Hallo?
Ich dachte, hier wäre ein Kollege drin. Ich wurde gescampt. Ich habe zwar Angst vor dir, ne? Aber ich komme jetzt trotzdem zu dir hin. Bitte friss mich nicht. Es hieß, es sieht nicht, was unter ihm und vor ihm ist. Zum Glück habe ich diese komischen Filterdinger gefunden. Dadurch macht mir Gift nichts mehr. Dadurch kann ich jetzt auch da runter. Und der kann mich halt trotzdem umblasen. So, wo komme ich hier runter, ohne dabei drauf zu gehen? Die Frage hat sich geklärt, weil ich runtergeschmissen wurde. Zum Glück habe ich jeden diesen Filter gegeben. Ja, die schreien nur alle. Hui! So, wer von euch hat Essen dabei? Du. Eher damit. Okay, jetzt bin ich hier unten. Jetzt können wir hier erkunden. Was finden wir hier? Eine Schale, um jemanden aufzuwecken. Also ein Ei zu brüten. Da kann ich hochjumpen. Das ist das hier. Soll ich die Knöpfe drücken? Offenbar nicht. Das Gift kann ich übrigens nicht einsaugen. Ich habe ein Würmchen hier unten gefunden. Du machst mir keine Angst mehr. Na los, Leute. Oh. Komm her. Ich hab einen neuen Freund. Ich hab einen neuen Freund. Los, mach auf. Ja. Wer fehlt noch? Sherpa fehlt, glaube ich, ne? Komm, Sherpa. Du bist jetzt auch mit dabei. Ein neuer Companion. Hoffentlich stirbt er nicht sofort. So, rein da. Ja, da ist sogar nochmal dieses Filterding. Oh, da fällt mir ein. Bevor mir Feidi wegstirbt. Wo bist du? So. Mach deine Verwandlung. Hallo? Du sollst dich verwandeln. Dann halt so. So. Wer von euch ist der Sherpa? Du. Jetzt ist das dumme Ding. Achso, der hat sich verwandelt, nur habe ich es nicht gesehen. Okay. So, Yannick behält mal alle Verwandlungsdinger bei sich. Und dann in die Höhle des Ältesten. Freue mich schon. Warum ist es hier so dunkel? Ich sehe nichts. Suche mich gerade, weil ich so schön glitzer. Hallo? Ah, da vorne, da bin ich. Ich hatte die Hoffnung, Glitzer sieht man ein bisschen besser. Da leuchtet was. Ich würde eigentlich gern was sehen. Schön ist, ich habe so eine Sprungteil eingesammelt. Yannick, guten Appetit. Leucht, leucht, leucht. Da unten leuchtet's. Ich habe nämlich im Trailer schon gesehen, dass es auch so ein Item gibt, was einen leuchten lässt. Das seid doch bestimmt ihr. Yum, yum, yum. Und man sieht, da brauche ich nur einen, der leuchtet. Aber ich will das Item trotzdem behalten. Ach komm. Ich heiße schon Shining, dann muss ich doch auch leuchten.
Leuchti! Jetzt bringe ich Licht ins Dunkel. Ich habe nur Angst, dass mich jetzt jedes Vieh erjagt. Leute, hört auf mich zu mobben. Hört auf mich so rumzuschubsen, bitte. Okay, da ist noch mehr von dem Glitzerkram. Ihr sammelt irgendwas ein, das ich nicht mal sehe. Müssen hier noch irgendeinen Hellissen finden. Wo ist der? Ich laufe schon als Lampe voraus. Ich habe wahrscheinlich noch mehr von diesem Zeug übersehen. Gut, das sollte ich auch einsammeln. Falls ich wieder so ein Teil finde, womit ich einen zum Kristallmacher mache. Gibt's hier doch bestimmt auch. Einmal so runterpusten. Mach ich Pal wieder zur Geldmaschine. Wenn, sammel einmal auf. Ich habe leider schon zu viel bei mir. So. Ach nee, Palbante habe ich ja abgegeben, ne? Da muss Sunny dafür herhalten. So, Futter durch satt. Schäfer kann ich eigentlich zurzeit auch ziemlich machen. Genauso Sunny, weil momentan haben sie keine Transformation. Dann ist hier deutlich mehr Licht. So Leute, weiter geht's. Komm ich aus der Richtung? Nein. Hopp. Hoppa. Doch, von hier komme ich doch. Ich war jetzt nur da unten, um dieses Zeug zu sammeln. Ich hoffe, hier ist nichts Lebendiges, was mich fressen will. Hallo? Oh, hi! Von mir. Ja komm, Janik, wenn du schon so dick bist. Will ich wenigstens, dass du hüpfen kannst. Das war doch das Teil, was ich gerade suche. Oder nicht? Wie heißt das? Litrotofpilz. Sunny, isst den mal. Ich sehe es ja dann. Sunny? Ja, das war der Pilz, den ich gesucht habe. So, jetzt kann Sunny mir diese Kristalle herstellen. Hoffen, dass das nicht direkt wieder weggesaugt wird. Also ab jetzt will ich auch Kristalle sammeln. Der Pfad aus Sand? Sand? Hallo? Wo ist Sand? Ich habe keinen gesehen. Was sind das eigentlich für Dinger? Ist einfach nur Futter, okay. Nee, von hier kam ich doch her. Bin blind, obwohl ich Licht habe. Irgendwann bin ich den Weg. Ach, da hoch soll ich. Oder wie? Hoppa! Oh, lecker. Nein, nicht runterfallen! Lecker. Was seid ihr denn für Dinger? Ich nehme alle drei mit. Einmal kurz gucken, was seid ihr für Dinger? Ah, das ist einfach nur einmal eine Komplettheilung wahrscheinlich. Für die jeweiligen Sachen. Okay.
Es war nicht das, was ich gesucht habe, offenbar. Oh, Pfeile. Jetzt sehe ich sie auch. Da lang. Hier lang. Bin fündig geworden. Ich habe alles runtergeschmissen. Ja. Wen gebe ich eigentlich das mal mit? Weit, lass tauschen. Ich suche hier drin offenbar irgendwas noch. Nur was? Was genau suche ich hier drin? Ruhe ich meinen Tod? Suche ich die Verzweiflung? Such den Weg nach unten offenbar. Bei daher müsste eigentlich das Tor offen gewesen sein. Wenn ich hier alles erfüllt hätte. Irgendwas fehlt noch. Da war diese Kiste. Hier fliege ich nur runter. Ja, da ist der Ausgang. Vielleicht habe ich unten irgendwas übersehen. Ich gucke unten nochmal. Vielleicht sehe ich ja was, abgesehen von den Steinchen hier. Die ich gerne alle mitnehme. Nein, die Steinchen. Die Früchte sind mir egal. Warte. Im Prinzip kann ich doch die Früchte einfach alle selber futtern. So. Verwandle mich ja dadurch nicht mehr. Ausschalten, ob ich hier irgendwas sehe. Irgendwas war da. Ach stimmt, ich sollte das vielleicht auch mal an Sunny weitergeben. Wo ist das etwas, was ich übersehen habe? Hallo, hüpf doch! Okay. Mein Charakter hat die Fähigkeit zu springen verlernt. Habe ich so das Gefühl. Oh! Ich kann dich doch nicht hier lassen. Verdammt, wir gehen die Namen aus! So, jetzt habe ich auf jeden Fall alle meine Kollegen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich hier alles benennen soll. Ist hier irgendwas? Habe ich hier irgendwo was vergessen? Oder ging es nur darum, diesen Typen zu holen? Wenn ja, dann müsste ich doch jetzt gehen können. Sunny, hier bitte. Gönn dir. Stimmt, der Hamster fehlt noch. Herr Spiel, was willst du von mir? Ich war doch jetzt da, wo ich hin sollte. Hallo. Ah ne, hier soll ich hin. Oh, ich bin tatsächlich blind. Wer hat jetzt eigentlich noch keine langen Beine? Du hast noch keine. Ich habe hier noch sehr viel vor mir, so ist das ja nicht, ne? Ich habe am Anfang des Streams
gesehen, dass es Kapitel gibt. Und ich bin bei Kapitel 0 noch. Da kommt noch einiges. Sunny, hör auf, Futter zu sammeln. Du hast nur einen Job. Alter, sind hier viele Kristalle. Danny, du hast sehr viel Arbeit vor dir. Okay. Habe ich irgendwen, der zum Viereck werden kann? Irgendwem muss ich so einen Kasten machen. Das hatten wir ja schon im ersten Teil. Da oben. Komm, schieß das Ding runter. Und hört auf, mich wegzubobben. So, hier, mach dich nützlich. Ach so, das war das dritte Auge, stimmt. Aber wo ist jetzt der Kasten? Kam ich von da? Wollen wir mal kurz einen leuchtenden. Wollen einen anderen leuchtenden, der nicht das Inventar voll hat. Einmal da hoch. Hopp. Nein! Mann, Leute! Lasst mich da hoch! Wo bin ich jetzt gelandet? Man muss aber sagen, für 20 Euro ist dieses Spiel extrem gut gemacht. Nein! Ich wollte da hoch. Okay, dann nochmal. Hopp! Hoppa! So, und diesmal schaffe ich den Sprung! So, und jetzt muss ich darüber. Hui! Danke, dass ihr auch noch mit Hui schreit. Perfekt. So, da lang, ne? Ja, und da sind die Würfel. Frage. Und dann brechen die Würfel das Leuchten. Ja, damit. Einig hast du was Neues zum Tragen. Wo will ich überhaupt lang? Will ich da oben lang? Da ist Licht. Da passe ich hier irgendwo durch. Pass hier durch. Wie auch immer ein scheiß Kubus rollen kann. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist der richtige Weg? Ja, das ist er. So, ein da. Die Augen von meinen sehen jetzt so merkwürdig aus. Ein neuer Ältester. Oh Gott. Was hast du denn alles gefressen? Warum bist du so dick? Guck, Janik, du bist gar nicht so dick. Der ist noch fetter. So, ich habe jetzt, glaube ich, eben kurz mal die Chance, was zu trinken, ne? Trevor fragte, wie sie den Zylinder überleben könnten.
And the elder replied, I can feel your fear, little ones. Ever since this cataclysm began, we have been seeking ways to stop it. But the cylinder is relentless. Im Menü stand Version 1.0, also es ist auch erst vor kurzem rausgekommen. Ist im Epic Store, falls du das auch spielen willst, Yannick. Es gibt eine Mutation, um zu fliegen. Werde ich dann auch extrem dick? Also ich kann dir ja nach dem Stream auch einen Link schicken, wenn du möchtest. Will ich aber auch das erste Kapitel bei dir sehen. Okay, wo will ich jetzt lang? Ui. Soll ich jetzt da runter? Gibt ja keinen anderen Weg, ne? Oh, glitzert euch. Ui! Ich will das da haben. Danke. Oh, ich habe jetzt 17 davon. Kann ja Sven dazu überreden. Vielleicht wird er das dann spielen. Bei ihm kann ich mir das gut vorstellen. Their only path to salvation was full of uncertainty. And they could not forget the thing they had seen lurking behind the cylinder, casting a dark shadow over this glimmer. Weh, das Ding bewegt sich jetzt direkt. Okay, Karte. Ja, da will ich auch einmal hin, ne? The Trebham had never seen this mysterious tree the Elder spoke of. They would have to keep moving forward and hope it lay somewhere ahead. The cylinder would give them no other choice. Willst du mir sagen, der rollt jetzt weiter? Okay. Karte in die Richtung, wo ich gerade gucke, will ich auch. Wo ist Arcaia? Lass einmal die Trompetenfrucht da fressen. Yep. So, dann kann wenigstens einer verteidigen. Ihr habt gesehen, dass noch einer sie eingesammelt hat. Okay, der Schuldige will sich nicht zu bekennen geben. Ich teile hier gerade noch gerecht auf. So. In die Richtung will ich. Aber nicht in das Vieh rein. See me rollin' the Hayden. Hui! Ich höre den Terror, ich sehe den Terror. Ich war doch noch gar nicht raus aus der Zone. Oh, ich muss den ganzen Weg da hinten hinschwimmen. Großmahlzeit. Komme ich überhaupt schnell genug voran? Nie im Leben komme ich schnell genug darüber. Außerdem ertrinke ich vorher. Hi! Bye! Einfach in einem Atemzug alle weg. Das ging schnell. Einmal trunken und dann dein Platsch weg mit allen.
Wenn will ich zum rechten Turm. Ich bin, glaube ich, trotzdem irgendwie hier aus der Zone rausgekommen. Also gehe ich jetzt... Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. 2.0. Sie hat mich vorher auch schon mal überrollt. Obwohl, da bin ich testweise einmal reingerollt. Ich kann zwar jetzt da runter, aber ich muss nicht. Es kriegt auch immer nur der den Schaden, den ich gerade steuere. Die anderen fliegen lustig durch die Gegend, wenn sie getroffen werden. So, da ist die Kugel, wo ich hin will. Da kann ich, glaube ich, wieder Leute lagern, oder? Hopp! Komm, ich will da hin. In der Iren. Ja, ich kann Leute lagern. Wen lagere ich denn überhaupt? Tani brauche ich noch. Wo ist Akaya? Das ist, glaube ich, der, den ich gerade steuere. So, Akaria würde ich einlagern, weil momentan brauche ich den nicht. Beide, wir sehen uns später. So, ich muss ja auch neue Kollegen irgendwie wieder mitnehmen können. Und jetzt muss ich einmal so laufen, dass ich hier rumkomme. Das heißt, einmal durchrollen. Ohne von dem gefressen zu werden. Hoppa! Warte mal, von denen nehme ich ein paar mit. Nein, von den grünen Dingern. Will nicht die Pilze, ich will die grünen Früchte, die geben so schön Wasser. Die sind auch noch so viele. Dann nehme ich mir noch definitiv welche mit. So. Damit habe ich 10 für Dave. Jetzt sammle ich nochmal 10. Korrektur, 10 für Sven. Die hatte die Insta-Dinger, oder? Verdammt, die hätte ich ihm vorher wegnehmen sollen. So, einen noch. Dann kann ich mich wieder mit der Walze anlegen. Oder Zylinder, wie es hier heißt. Ich sehe es als eine Walze an und die Zuschauer auch. Also nicht nur du, Yannick, sondern auch andere. Das Ding sieht auch aus wie eine dicke, fette Walze. Ist da einer drin? Oh, da ist einer drin. Der will viel von meinen Superteilen. Hamster! Verdammt, der ganze Name passt nicht rein. Außer wie man so. So, Hamster Holger. Da habe ich den auch. Eigentlich habe ich damit vorher genügend Leute. Brauche eigentlich keine mehr. Karte wollte ich eigentlich. Okay, einmal hier drüber. Über die Schlucht und da will ich dann hin, weil da wäre der Tod. Ich komme niemals rechtzeitig durch das Wasser durch. Ich habe aber da hinten noch ein Loch vergessen. Laut Karte. In der Richtung. Das will ich auch noch vorher erkunden.
Hoffentlich bleibt wieder einer oben. So. Warte nochmal. Bin schon dran vorbei. Da. Das ist ein Freund. Boing. Ich hoffe, es folgen mir jetzt nicht alle. Oh, ja. Tani, Paradies für dich. Hör auf, das Essen immer mitzunehmen. Dieser soll ich runter. Irgendwer kommt da noch hinterher. Da oben ist wieder so ein Teil fürs Auge. Da ich ja sowieso fast hauptsächlich mich spiele, würde ich sagen, ich kriege auch das Auge. So, alle sind oben geblieben, zumindest ein Großteil. Nein, ich will die oben behalten. Na los, dicker Yannick, roll los! Karte. Ja, da vorne einmal drumherum. Oder kann ich hier eigentlich aus Zweck durch? Ich kann hier Zweck durch. Okay, das ist sogar noch besser. Nein, nicht darunter. Wir wollen hier durch. Hui! Wieder ein bisschen Ausdauer. Das hier sieht jetzt schon aus wie eine Wüste. Und hier flieht auch schon alles, was ich aktiviert habe. Das ist eine Eiswüste. Hier wird ein Schneck kalt. Ah, du dumme Walz. Ich bin schon viel zu weit vorne. Du kriegst mich niemals. Sag doch, die kriegt mich nie. Ich bin schon zu weit vorne. Kommt her, Leute. Das Ding kann uns mal. So, Karte. Da ist noch... Und da kann ich mich aufwerten. Wo ist Dreieckauge? Oh, ich habe mich aus Versehen auch zu so einem Teil gemacht. Stimmt ja, das Dreiauge war das Kugelding. Ah, okay, dann mache ich jetzt auch Mineralien. Ich hab's verwechselt. Upsi. Na? Da drüber schwebt was. Ich wüsste gern, was das macht, aber es ist mein Tod wahrscheinlich. Der Boden unter mir verändert sich jetzt. Der Boden soll sich jetzt verändern. Da ist ein Freund! Du willst noch irgendein komisches Bild. Habe ich überhaupt irgendwie mit einem Auge? Also mit einem dritten Auge. Yannick hat doch, glaube ich, ein drittes Auge, oder nicht? Wo ist der? Ja, du hast ein drittes Auge. So, das war der dicke Pilz. Nein, nicht der. Hier, das war's. So, Yannick, such los. Aber erstmal da rein, würde ich sagen. Das ist wichtiger. Drehpumpschrein, ja!
Ist man direkt glücklich? Was will ich überhaupt aufwerten? Maximale Gesundheit? Ja, wäre auf jeden Fall schlau. Nehme ich mal ein bisschen was von. Erhöht die Größe des Ausdauerrads. Kostet 7. Ich sollte die Sachen da unten runterschießen. Da oben runterschießen. Ihr sollt mich nicht wegschubsen, ich will da oben dran. So, ich hab's zumindest runterbekommen. Njom, njom. Maximale Anzahl brauchen wir nicht. Ich denke mal, die Anzahl, die ich jetzt habe, ist gut genug. Vor allen Dingen ist es so ja schon unübersichtlich. Ja, das auf jeden Fall. Sind hier noch mehr Kristalle irgendwie irgendwo dran? Junge. Geldquelle. Wenn ich es nur treffen würde. Erhöht deine maximale Wasserspeicherkapazität. Ja, bitte. Und jetzt wird noch gesammelt. Durch einen zweiten Dicken, der dann auch gleichzeitig diese Fähigkeit hat, mit den Umwandeln. Aua. Jetzt lasst mich doch da hoch. Leute. Ich will doch nur die Teile haben. Okay, ich bin voll. Fanny, wir beide sind die Geldmacher. Muss auch ein bisschen was sammeln. Jetzt, nimm. Und auf der anderen Seite ist auch noch einiges. Gib mal den Großteil Sunny rüber, weil ich kann besser springen. Das kann ich ja nicht hier lassen. Wenn ich schon sehe, hier ist so massig Geld, beziehungsweise von diesem Kristallzeug, womit ich mich aufbessern kann, dann nehme ich das doch mit. Ich hoffe, ich habe einiges damit runtergezogen. Komm. Einer ist da oben noch. Bin ich so gierig? Ja, bin ich. Ich bin gierig genug, das noch haben zu wollen. Nein! Ich will dieses Teil haben. Nein! Komm schon, Spiel, belohn meine Gier. Bei dem hast du noch geklappt. Komm. Habe ich es eingesammelt? Ja, habe ich. Jawohl.
So, kann ich nochmal irgendwas verbessern, wenn ich einen kurzen Moment warte? Kann ich meine Gesundheit nochmal aufbessern? So, jetzt aber, oder? Ja. Nochmal ein bisschen Gesundheit! So, jetzt müsste ich eh erstmal sammeln. Wieso denn kann ich hier wieder gehen? Oh, nein, kann ich doch nicht. Ja, damit. Da in dem Loch auch was? Mann, bin ich gierig. So, und jetzt heißt es wieder eine Ewigkeit warten, bis ich sowas vor der Nase hab, ne? Okay, ansonsten gibt es in dem Gebiet nichts Interessantes. Hier einmal mittendrin durch und dann bis dahin. Was trötet denn da? Ist Benjamin hier? Hallo? Ach, das Ding ist das. Würde es was bringen, den zu attackieren? Wahrscheinlich nicht. Du machst den Lärm. Okay, hier mittendurch war's, oder? Nehmen wir noch ein bisschen Essen mit. Die Karte gucken. Hier ist ja eine Brücke, also vom Prinzip her kann ich hier durch. Hopp! Hoppa! So, einmal durchrollen. Danach direkt was futtern. Alles futtern, was da ist. Der Magen muss ja irgendwie gefüllt werden. Und weiter zum Turm. Ich höre doch schon, dass es so nah ist. Einfach durchrollen. Scheiß auf das Viech. Ich höre es schon. Ui, 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 ui. Nein, da sind drei gestorben. Holger, Sunny, Sven. Wer hat alles überlebt? Die wichtigsten haben es durchgeschafft. Da war wieder so eine Mücke. Dave, mach was ab, bitte. Ist hier so ein Teil zum Wiederbeleben? Nein. Und ich muss mir auf jeden Fall Schwimmen heute holen, weil ich komme sonst nicht weiter. Also ich muss einen Fluss finden. Was bist du? Was war dieses monströse Kreatur? War das einer der Zylinder-Servants? The ones the elder had warned them off. Was bist du? Form terrified the Trevor. Even the voice and their memories seemed frightened. Ich glaube, das Ding darf mich niemals im Leben sehen. Somehow, the Trevor remembered the creature's name. It was called Mathematica. Achso, da ist auch noch das Vieh. Was ist das für ein Gebiet?
Warte mal. Ist Janin jetzt wieder dünn? Nein. Die wichtigsten Fähigkeiten habe ich gerade nicht verloren. Okay, ich will einfach nur durch. Ohne gelöscht zu werden. Ich bin ja jetzt ein gutes Stück weiter. Da hinten ist ein kurzes Stück mit Wasser. Da ist, glaube ich, sogar eine Brücke. Oder ist hier zufällig ein Fisch für Schwimmen heute? Nein. Ich muss über... Doch, da! Komm hier! The mathematician vanished as quickly as he had appeared. Back to... To what? What lay behind the cylinder? Ich will's nicht rausfinden. Dieses Riesending allein war schon richtig angsteinflößend. Ist das dieses Teil, was ich gesucht habe? Finally, the weeping tree. Trauerbäume! But though the Trebon were happy, they realized that they faced a new challenge. The ripe fruit were floating out of reach, and the others were enclosed in a hard shell. They would have to find a way to crack them open. Wie mache ich die? Ich weiß wie. Wo sind diese Walzen, die da die ganze Zeit rumgerollt sind? Hier. Er hat sie nicht ernsthaft gefressen, oder? Nee, ich hab sie. Okay, ich hab mal kurz was gegessen. So, das wird jetzt schwer. Roll das einmal bitte kaputt. Jetzt muss ich das da rauspusten. Aua. Aber es hat nicht umgebracht. So, ich habe ja wieder so ein Würmchen dabei, das wäre ja kein Problem. Aber dieses andere Teil habe ich halt nicht dabei. Nein, nicht verwerten. Wer zum Ballon? Ich kann jetzt im Belieben nach... Ja, so sehr kann ich nicht nach Belieben schweben. Hui! Kann ein bisschen schweben, aber doch nicht nach Belieben. Wurde schon wieder gescammt. Nee, mit den Geysiren war das nicht so richtig fliege, oder? Hui! Über den Wolken und darüber hinaus. Ach, wir sind in der Nähe vom Saturn. So, einmal da hoch, bitte! Even with the ability to float, overcoming the cylinder would have to be done very carefully. What they needed was a geyser that was well positioned, close to the cylinder, when it lay still. Or their plan would never work. They would have to keep looking. And meanwhile, they would try not to think about what sort of monster could kill one of the flying serpents. Okay.
Eve, jetzt streng dich an. Ich will da zwar hoch, aber ich komme da nicht drauf. Ich soll doch zumindest darüber schweben können, oder nicht? Ein Geysir in günstiger Lage. Warte mal, da oben bläst er doch. Ich muss eigentlich da oben irgendwie drauf. Da bleibt doch eigentlich nur die Schwebeoption. Komm, so hoch wie möglich. Komm ich nicht höher? Ach, da ist auch noch ein Geysir, ich Idiot. Reicht ja, wenn einer zum Ballon wird, ne? Und ab dafür! Okay. Mein Job ist es ja, über den zu springen. Mit ihm käme ich doch drüber. Das Problem ist, er bläst in die falsche Richtung. Let's go, Dave! Wäre das hoch genug? Nein. Einfach schnell rüber. Ui! Ui! Was passiert hier? Das hat mich jetzt massiv behindert. Ey, ich habe keine andere Wahl. Ich sterb sonst. Nein, ich kann's im Wasser nicht essen. Aber Dave kommt zumindest ein bisschen besser voran als die anderen. Aber ich werde es nicht schaffen. Nie im Leben. Nie im Leben werde ich es schaffen. Das Vieh hat mich umgebracht halt. Hä? Achso, ich war... Ich weiß nicht wieso, aber ich war oben drauf. So, bevor ich jetzt darüber schweben will, gebe ich Dave sicherheitshalber die Schwimmflossen. Obwohl, nee, er braucht das Schwimmen, ja. Der braucht das hohe Springen wegen seiner Flugfähigkeit. Ja, muss er auch erstmal hinkriegen. So, jetzt habe ich Schwimmflossen. Wechsle ich einfach dort drin direkt zu mir. So, bitte jetzt nicht wieder. Das war richtig fies von dem Ding. Einfach rollen.
Wir wollen leben. Aus dem Weg! Jawohl, wir haben es durchgeschafft. Alle Wichtigen haben überlebt. So, und solange der ruht, kann ich drüber. Das versuche ich gleich. Nur was ist hinter der Walze? Und man sieht, da bin ich hoch genug. Okay, dann schauen wir gleich mal. Bin gespannt. Müsste doch jetzt eigentlich ja drauf können. Ja, komm. Komm, Dave. Jum, jum, jum. Ist die einzige Nahrung, die ich gerade sehe. So, ich bin gespannt. Die Welt hinter der Walze. Was findet man hier? Ich höre ein Stampfen. Oh Gott. Ich will hier nicht sein. Ah! Nein. Bin ich im Animus gelandet? Also von dem, wie war das noch? Von Assassin's Creed, der Animus. It was less like a memory, more like something alive. But there were so many other voices too, lost in this place. Hat mich das Vieh einfach eingesaugt. Das war mega cool. Hilfe, ich bin betrunken. Hallo? Alter, dieses Spiel ist mega cool. Sag jetzt nicht, ich muss mir so meinen Weg machen. Dafür bin ich da drüber geflogen, ne? Ja, Nick, kommst du noch? Öffnet sich das Ding noch? Ich genieße jetzt die Story wohl. Nee. Du kannst, du bist ein größerer Ball, du müsstest schneller rollen. Kann auch sein, dass das das Ende des Kapitels jetzt gleich ist. Warte mal, habe ich hier eigentlich eine Karte? Mehr oder weniger. Ein Mensch!
Mehr oder weniger. Oh Gott, jetzt habe ich wieder diese Spiegelsicht. Roll, 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 roll. Ich genieße noch die Story gerade im Hintergrund. Ey, ich habe ein gutes Spiel erwartet, als ich das hier gekauft habe, aber nicht so ein extrem gutes Spiel. Komm, öffne dich, ich will da durch. Wo bin ich? Alte Fähigkeiten wurden wiederhergestellt. Ich muss mich nur mal über die V einsaugen lassen. Und du lässt mich jetzt in Ruhe, oder wie? Ach, er schiebt das Teil! This was a place of death and nothingness. There were no answers to be found here. The voice and their memories urged them to return to the lands of the living. Und er? Was macht er jetzt? Hallo? Ja, drei Beine. Ist hier denn irgendwo ein Teil zum Hochfliegen? Oh, Kristalle. Die werden mitgenommen. Und wegen, hier gibt's nichts zu finden. Gibt es leckeres Zeug? Ich sollte in die Welt der Lebenden aber wirklich zurück, weil sonst verhungern die gleich noch. Hier kann nur Dave hoch. Oh, da sind die Blitze schon wieder. Gefällt mir nicht. Sag doch schon aus, gleich wirst du geblitzt. Okay, rüber. Ah. So ein schönes Gefühl hier oben. Guck, da freuen die sich. Aber hier oben ist leider eisig. Teil 2 gegen die Kälte. Wir haben das erste Kapitel endlich hinter uns. Ich brauche irgendwas, das Wärme gibt. Ich hoffe, da drin ist warm. They would have to push forward against all odds and pray that they could find help. Es ist kalt. Ja, Niklas, kuscheln. Wir müssen uns gegenseitig wärmen. Warum habe ich keine Karte mehr? If the Trepan were going to deal with this terrible cold, they needed to find eine Mutation, die warm hält. Bin ich das? That the answer lay in the odd little purple furball that grew. Lila Fellbälle. Snow corals rose from the ground.
Was für lila Fellbälle? Das sind Pilze. Einmal aufschrecken. Was für lila Fellbälle? Hast du lila Fellbälle irgendwo gesehen, Yannick? Oder sind die Dinger gemeint? Ja, wir erfrieren jetzt alle. Ah, da. Oh, Dave, gönn dir. Ah, das gilt direkt für die ganze Gruppe. So, jetzt müsste uns noch allem warm sein. Hier ist es auch nochmal. Ne, uns ist jetzt allen warm. Okay. Eine Karte haben wir leider Gottes nicht. Ich würde gerne die Karte noch freischalten, weil... Ja, genau. Männer wie wir. Bei denen sind die Haare dran. Ich habe Angst vor dem da. Ich kenne den Song leider nicht ganz auswendig. Ich habe den Film fünfmal mindestens gesehen und ich kann den Text nicht. Ich nehme mal noch eins mit, falls die anderen das jetzt auch noch brauchen. Was macht man mit den Dingern? Da ist doch definitiv was drunter. Das soll man bestimmt essen irgendwie. Erstmal nach was Auffälligem Ausschau halten. Das ist jetzt eigentlich wichtiger. Da hinten sind zigtausend Gegner und was auch immer das da ist. Der Baum da vorne sieht merkwürdig aus. Diese komischen Büsche da. Ach, das sind Lebewesen. Oder wie? Besser das Ding mal. Warte. Ja, ich kann es nicht füttern. Und wo man schon beim Thema Futter ist. Der Magen von allen ist leer. Au! Leute, das denn? Hallo? Bist du in Ordnung? Schieß mit einer Pumpe nach mir! Da vorne raucht's. Da muss ich bestimmt hin. Hui! Oh, hier kann ich einen Kollegen holen. Hier wäre ein Kollege zum Mitnehmen. Dann brauche ich vier von denen. Mir fehlt ein Kai fehlt noch. Die anderen beiden kann ich ja wiederbeleben. Und da? Mal hier?
Ah, schön warm. Verdammt, ich kriege den nicht mehr raus. Vom Prinzip her brauche ich das Fliegen doch jetzt eigentlich nicht mehr. Wenn ich doch den hier eigentlich wieder zu Wasser umändern. Erstmal essen. Das ist immer noch wichtiger. Auf erstmal töten. Ist das Vieh gerade von mir geflüchtet? Auch mal was Neues. Nee, jetzt mal im Ernst. Wo ist jetzt das Teil, wo ich jetzt nächstes hin müsste? Da vorne ist ein Wald. Ich hätte gern wieder eine Karte. Was ist das? Ich kann hier eine Transformation durchziehen. Ich hab Feuer? Burn, Baby, burn! Jetzt habe ich Feuer und Wasser. Das macht doch gar keinen Sinn. Naja, ich kann jetzt Zeug zum Brennen bringen. Wie nützlich das ist, erfahren wir später. Nee, ich bin Zuko, warte. Ich will die anzünden, komm her. Brenn! Warte, muss ich denen das ins Maul schießen, diese komischen Steine? Komm her. Hier, für dich! Er hat einen Stein kaputt gemacht. Hä? Ich habe keine Ahnung, was das Feuer bringt. Aber ich habe es. Wer von euch ist Kai? Du wahrscheinlich, ne? Hier. Nimm auch mal den Feuerrüssel. Ach, wahrscheinlich kann ich das Eis damit auftauen. Oder? Ja, irgendwie muss ich ja ans Wasser drankommen. Komm, tau auf! Wo hab ich denn das jetzt auf einmal her? Die letzte Idee, die mir damit kommt, ist, diese komischen Teppichviecher damit versuchen anzuzünden. Hier die ganze Zeit über den Boden schludern. Es gibt sehr merkwürdige Fähigkeiten in diesem Spiel. Komm, lass dich anzünden. Da sind schon wieder die hässlichen Dinger. Ich hab was getan. Nein, lass mich los.
lass mich los! Aua! Hier oben sind Sachen zu kaputt, Mann. Lass mich mal, ich gehe wieder runter. Kann ich damit jetzt angreifen? Das Vieh hat mir die Dinge aufgewärmt. Warte mal. Weg damit. Essen. Ausfahrbare Augen. Erlaubt es den Trepo, um seine Augenhöhe über den Kopf zu strecken, sodass er viel weiter sehen kann. Warum will ich das? Warum will ich meine Augen hochschießen können? Einfach nur, damit ich so ein bisschen Vogelperspektive habe, oder wie? Ich muss damit noch gucken, ob ich jetzt damit angreifen kann. Feuer frei! Ich hab's gelöscht. So, Kai, was den ich haben wollte. Nein, Kai ist gestorben. Komm her, ich will versuchen, dich zu bekämpfen. Mach mal kurz den hier. Und hoffe, dass ich Kai jetzt zurückbekomme. Ist Kai so noch am Leben? Ja. Wenn schon, dann schon. Okay, wo komme ich rüber? Da hinten. Kacke. Ich habe ja keine Karte momentan. So, weiter. Ich werde es, glaube ich, mal wieder nicht rechtzeitig schaffen. Außer da ist der blaue Nebel. Komm. Gib mir Kraft, Nebel, Senpai. Rollt. Rollt um euer kleines Leben. Diese bedrohliche Musik immer. Rein da. Hatte ich nicht vier? Wo ist der vierte? Lebt er doch? Er lebt noch, aber der ist sonst wo. Warte mal, das ist doch jetzt ein Kristall. Kann ich die vom Prinzip verwerten? Nein, oder? Doch, ganz langsam. Yannick, du wolltest die Dinger mit dir nehmen? Und der Ort dort sieht interessant aus. Gehe ich einmal noch hin. Da ist so ein komisches Spinnending drauf. The Trevor knew what they were feeling. Here was another servant of the cylinder. Das Ding schießt irgendwas. Ja, kein Interesse an den Trepums. The servant of the cylinder had released a swarm. Small parasites had come from within it and attached themselves to the creatures in this area.
Was? Ach, jetzt greifen die mich gezielt an, oder wie? All Tribum hate parasites by nature, and they hated these even more. Muss die entfernen. You have to remove them. But how? Mit Wasser? Hab ihn! Okay. Parasiten entfernen. Das kriege ich hin. Hab ihn runtergeschossen und komm her. Tschüss. Ich werde ja direkt umwandern. Umwandeln. Sind ja auch Kristalle. Okay, drei Viecher noch. Ja, damit und tschüss. Zwei noch. Oder? Nee, noch viel mehr. Oh, komm her. Den Kampf habe ich mit dir aufgenommen und gewonnen. Okay. Erstmal essen. Gucken wir uns mal ein bisschen was von oben an. Da hinten will ich hin, hinterher. Da sind noch zwei. Ich sehe jetzt wieder nichts, was mir eine Karte liefern würde, aber da hinten wäre ein neuer Kollege. Na komm. Hab's runtergeschossen. Nein, Dave ist tot. Warte, ich kann Dave hier schon beleben? Dann komm zurück. Mir fällt ein, welche Kollegen ich noch dazu holen kann. Ich brauche 5 von den grünen Dingern schon wieder. Haben wir noch ein paar von Among Us-Trupp. Beziehungsweise vom Ententrupp. Die kann ich noch dazu holen. 5 davon brauche ich. So. Jetzt habe ich 2, 3. Die kriege ich nicht runter. Also muss ich von einem anderen Baum noch 2 holen. So, jetzt habe ich doch insgesamt 5. Dann hole ich jetzt Hoden einfach dazu. Hallo, es kommt mit Hoden. Ah, da drin wäre wieder schön warm. Okay, das Vieh hat was auf sich drauf. Ist auch das letzte offenbar. Und flüchten. Nicht fressen lassen, Leute. Wir haben das Ding besiegt. Ja.
Sieg auf ganzer Linie. Mehr gibt's hier an der Stelle, glaube ich, nicht zu tun. Ich habe jetzt eben wieder nichts gesehen, was irgendwie nach einem Tempel aussieht. Ich sehe nun einen weiteren Kollegen vielleicht da hinten. Na los, komm raus. Er will auch wieder zigtausend von diesem Zeug. Sechs davon will der. Okay, ist ja haufenweise hier. Dann brauche ich auch noch insgesamt drei von dem anderen. Da muss ich jetzt erstmal warten, bis ich das verwertet habe. Das dauert ja noch ein paar Sekunden. Ich trinke was. So, ich habe drei. Wie war der Name? Maximal Lost, ne? So. Maxi! Die anderen drei muss ich noch wiederbeleben. Los, nicht zu dem. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, wirklich nichts. Ich sehe jetzt jedenfalls nicht, dass hier irgendwo ein Tempel wäre. Und ich kann offenbar auch weg zum Turm durchrollen. Du Lushis waren zu schwach. Ich glaube, du wolltest sagen, die Lushis. Die waren nur nicht schnell genug. Ich will hier rechts dran vorbei. Hier ist am sichersten. Yannick, bitte einmal noch, damit alle hier die Haare haben. So, und von hier aus kann ich zum Turm einfach straight durch. Einfach alles ignorieren. Und hoffen, dass mich das dann nicht schon wieder erwischt. Ist hier ein Ei? Ich würde es ja dann retten, aber... Oh, was bist du denn? Ich hoffe, irgendeiner von denen hat es eingesammelt. Ja, ich muss was essen. Ja, die haben doch sicher was eingesammelt. Nee, das eine Vieh wurde nicht eingesammelt. Und wir sind jetzt wieder in der Eistundra. Ja komm, ich will sehen, wie das weggerollt wird. Komm, überroll es. Es ist das einzige Vieh, was ich tot sehen will. Okay, ich sehe schon, das wird wieder lustig. Ich sehe die Blitze. Wir sollen in Ruhe und Gemütlichkeit weiter wandern. Das Gute ist, das Ding rollt auch langsamer, während die Blitze aktiv sind. Bau was zu essen. Da ist was zu essen. Geh damit. Ich nehme es. Da habe ich wieder den Feuerrüssel.
Komm. Das löst irgendeine Verwandlung aus. Okay. Ist das und dann nimm das. Dann nimm das mal mit, Yannick. Ich gebe das gleich jemanden. Ich habe das Vieh auch noch eingesammelt. Das futter ich gleich. Darf du nur nicht so nah an die Blitze kommen. Ich dachte, der Kurs da hinten werden so riesige Würmer. Ich sehe die Pyramide. In die Pyramide will ich rein, das weiß ich jetzt schon. Oder sind ja meine Teppichfreunde, die mir Steinchen aufwärmen, wofür auch immer. Okay, einfach weiter. Aber nicht in den Lichtstrahl. Ist das Ding weit weg? Ja. Komm, ich esse das Ding jetzt. Der wird schon zurückkommen. Ich wollte nur was essen und werde einfach direkt weggeschnappt. Das ist dieses Spiel, das ist die Meta. Du willst was essen und auf einmal kommt was und krepscht dich weg. Ich hab's nicht mal vorher gesehen. So, jetzt den restlichen Weg kann ich rollen. Ich hab Nahrung, ich will nur in Sicherheit sein. So, jetzt bin ich in Sicherheit, jetzt kann ich auch essen. So, wo bin ich? Da. Analyseauge. Mit den Analyseaugen kannst du Kreaturen agieren und sie in deinem Companion hinzufügen. Dort findest du wichtige Informationen zu ihrem Verhalten und ihren Ursprüngen. Ach ja, so, jetzt kann ich die Viecher analysieren. Ich habe Chamäleonaugen. The voice in their minds told them, with these eyes they could learn much about the creatures they encountered. Yannick, du willst auch komische Augen. It was knowledgeable in the manner of animals, and now it could contribute its wisdom to their memories. Komm, Yannick, du willst das essen. Von den ausfahrbaren Augen zu den Chamäleon-Augen. Die Frage ist, wie nutze ich die? Es tut mir leid. Ach, einfach nur angucken. Neue Kreatur, Sprungwurm. Nein, diesmal nicht. Swooshloop. Jetzt wissen wir endlich, wie die Viecher heißen. Aber wer hat sich diese komischen Namen ausgedacht? Oculus Orthopod. Die Dinger haben alle so komische Namen. Ach, und warte mal, wir haben ja diese komischen Korallen. So. Oden und Maxi. Guten Appetit. Extraktionsdrüse. Extrahiert mehr Wasser aus den Nahrung, die der Drehpump verzehrt. Ah, okay, jetzt kriege ich mehr Wasser. Ja. Oh, denen ist kalt. Oder wie?
Kann ich wirklich alles jetzt analysieren? Das Ding hat sich doch gerade bewegt. Das habe ich mir nicht eingebildet. Also alles, was lebendig ist, kann ich halt einfach jetzt analysieren. Oder ist Zeug für mich? Und da ist auch noch was anderes. Heißt für mich jetzt guten Appetit. Hopp. Ja, jetzt habe ich diesen Fernrüssel. Hol mir das ganze Zeug mal da runter. Kriegen wir wieder schön Zeug. Reicht ja, wenn einer das hat, oder? Janik, ich mach mich jetzt noch beliebter bei dir. Dicke Augen, komische Augen. Nee. Dick, komische Augen und. Komischer Riss. Janik, bitte verlass mich nicht. Ich wollte eigentlich Sven erst sowas antun. Oh, was ist das jetzt für ein Ding? Blauer Omnoham. Tripo-Schnief. Steht da auch bei, ob die irgendwas trocknen können jetzt? Gatti? Die sind doch bestimmt ganz unten. Ah ne, hier. Einmal Nahrung und einmal Kreaturen. Da steht bei, wie aggressiv die sind. Dieses kleine Insektoid, das man normalerweise in kalten Umgebungen ziellos herumirrend findet, könnte eine alte Trepum-Schöpfung sein. Denn auch scheint es ihm zu ermöglichen, eine bemerkenswerte Menge an Informationen über andere Lebewesen zu sammeln. Ja, nein, du bist nicht hässlich. So, wie heißt ihr Teppichdinger? Ich habe jetzt nie aufgepasst, wie die heißen. Fusch. Die heißen einfach Fusch. Wo bin ich? Außerdem, Janik, ich habe auch die komischen Augen und den Rüssel. Und guck mal, ich sehe auch nicht viel besser aus. Ich sehe aus wie ein Motor. Oh, lecker. Gib mal das Auge irgendwem. Dave hat das, glaube ich, auch noch nicht. Gib mir den Stein, Janik. So, jetzt esse ich was. Njom. Dann gehen wir endlich in diese Pyramide, wo ich bestimmt die Karte kriege. Oh, Pilze. Essen. Endlich mal den Magen füllen. Du bist keine Dickerqualle, Janik. Du bist wunderschön, guck. Ich muss davon einen Screenshot gleich mal machen.
Warte mal. So, ich habe einen Screenshot gemacht. Da ist wieder so ein Fliegerich über mir, das habe ich gemerkt. Die größte Frage ist, von wo aus komme ich jetzt da rein? Ich glaube nur von dort vorne, oder? Nicht darunter fallen. Ich habe gerade nicht das Teil drauf, dass ich da unten atmen kann. Wieder Zeug zum Verwandeln. Lecker. Sieht aus wie Steaks. Vom Bild her. Ja, da ist offenbar der einzige Eingang. Wie habe ich das übersehen? Hui! Indem der winzig ist. Hopp! Nein, 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 nein! Nicht darunter, da rein! Trepumschrein! Oh, wie sieht's denn hier drin aus? This place made the Trebum uncomfortable. It felt like a place of desperation. Where terrible, bitter things had happened a long, long time ago. Was soll denn hier jetzt schon wieder passiert sein? Kannst du auch mal was Positives von dir geben? Das muss ich irgendwen anders geben. Hi! Das macht bestimmt eine Körpertransformation und ich brauche den Sportwagen. Der Mischer. Der Mischermutation ermöglicht den Trepum aus bestimmten Zutaten Geschosse zu erschaffen, die auf Feinde abgefeuert werden können. Probiere verschiedene Zutaten aus, um verschiedene Typen und Stufen an Projektieren zu halten. Ich kann kämpfen! Es gibt etwas Strange about this new body, the Trebum thought. It was powerful, but also a little frightening. They now had the ability to mix ingredients in order to create projectiles. With which they could attack. Ja, ich kann mich endlich wehren. This new power might be necessary for their survival, but they would have to make sure to use Gurgeltau, so they would never become as cruel as the servants of the cylinder. Ja, ich kann mich wehren. Ach, ist das schön. Was sind das für komische Dinge? Janik, warum habe ich das Gefühl, dass das Ding einem Ohren verpasst? Hautentest das mal bitte. So, was gibt das ein? Erlaubt es den Trepum, seine Füße auf einer Oberfläche zu fixieren und dort kleben zu bleiben. Ach, dann kann ich wahrscheinlich da drauf rumlaufen, oder? Was genau soll ich jetzt damit? Ach, damit soll ich mich wahrscheinlich an dem Teil hier festhalten. Janik, sei froh, dass ich dir nicht diese Füße auch noch gebe. Ich hab sie Hoden gegeben. Ich bin nicht böse. Ich glaube, ich hätte auf die andere Seite gemusst. Bong. Aber endlich kann ich mich wehren. Warte.
Wer war es jetzt, der das Geschoss hat? Also der Geschoss jetzt machen kann? Kai, ne? Kai, ich wünsche dir viel Spaß. Du bist jetzt unser Kämpfer. Der braucht zwei verschiedene Sachen dafür. Ach, ist das schön, wenn man sich jetzt wehren kann. Hopp. Was ist hier drin? Nochmal so ein Teil. Ja komm, Yannick, ich hab dir so viel angetan. Dafür sollst du jetzt dich wenigstens wehren können. Und hoffentlich kriegst du jetzt einen schöneren Rüssel. Bitte verklag mich nicht. Bitte verklag mich nicht. Naja, jetzt haben wir zwei mitgeschossen. Ich will die Dinger weitergeben, sicherheitshalber. Obwohl, die Glühfrucht, die brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Komm, mach ein paar Geschosse. Bitte, Yannick, verklag mich nicht. Weil ich dich so... Ja, ich habe eine Karte. Weil ich dich jetzt so oft verwandelt habe. Ach, ist das schön, dass ich jetzt eine Karte habe. Ich will einmal noch das Geschoss irgendwo draußen verwenden. Dann mache ich für heute Schluss. Warte, Yannick kann die doch auch benutzen. Gib die rüber. Guck, Yannick, jetzt bist du cool geworden. Jetzt bist du eine Waffenproduktionsstätte. Ja, ja, der fliegende Krieger bist du dann. Jetzt bist du nicht mehr dick. Die Augen und den Rüssel hast du aber behalten. wo sind diese Fliegerische? Ich will jetzt die Viecher einfach mal totschießen. Wo man sich schon wehren kann. Komm her! Nimm's alle mal mit dir auf! Ich glaube, ich habe mich selbst beschossen. Ja, komm her! Yannick? Yannick? Hä? Wieso sterben hier alle? Wo ist Yannick jetzt? Laden automatisch. Und tun, als wäre das nicht geschehen. Da war auch meine Giftpflanze, die ich nicht gesehen habe. Das fliegende Vieh kriege ich nicht abgeschossen. Kann ich dich jetzt totschießen? Ich hab's totgeschossen. Ich kann sogar die Welt zerstören. Hallo? Ja, nicht, du darfst dich nicht mehr beschweren. Du bist ultramächtig. Du machst jetzt alles kaputt. Du bist hässlich und mächtig, darfst du jetzt sagen, falls das Aussehen nicht mehr so gut ist. Oh, wieder darf einer hier die Augen kriegen. Nein, ich habe komplett vorbeigeschossen. Oh, die Fische kann ich analysieren. Ach, hat die Fähigkeit jetzt jeder? Nee, der hatte sie schon. Ein Hüpfschwanz.
Ist ja eigentlich cool. Der eine kann es analysieren, der andere mit den drei Augen kann es suchen. Oh, hi. Oh, ich bin aus Versehen aus der Zone rausgegangen. Dabei wollte ich eigentlich hier noch hin. Nee, ich gehe einmal zurück zum automatischen Speicherpunkt, weil ich will meine Freunde überleben. Das ist mir wichtiger. So, Karte. In die Richtung will ich. So, mach das Ding da oben bitte einmal kaputt. Hui! Ah, okay, das schießt so. Das ist eine Gasbombe. Man muss die Kombination erstmal rausfinden. Oh. Yannick! Dass wir doch nicht einfach so wegsterben. Ich weiß ja auch nicht, ob die Flügel kriegen können, ne? Ist ja auch so eine Sache. Wir müssen mal so ein Kombibuch finden, damit ich weiß, was man alles kombinieren kann. Einmal wegschießen. Und hab eine neue Kombinationsmöglichkeit. So. Komme ich in die richtige Richtung? Ja, jetzt muss ich nur irgendwie hier hoch. Du bist keiner, der gut springen kann. Stimmt, du kannst ja fliegen. Oder ich spreng mich hoch. Ja, ich schaff den Weg nach oben, ne? Es klappt schon. Und jetzt einfach nur dem Ding hier folgen. Ich könnte ja auch versuchen, die von oben abzuschießen. Oh, hier wäre irgendwo ein Ei. Weil die Dinger sind immer recht nah an einem Ei dran. Habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, das zu suchen. Ah, da ist es. Wer fehlt denn aus dem Trupp noch? Ich weiß gerade nicht, wie ich den nennen soll. Warte mal, ich guck mal kurz. Wen wir alles bei uns immer in der Gruppe haben. Wasser ist noch verfügbar. Ich brauche hier Dave. Ist der Einzige, der fliegen kann. So, weiterrollen. Wo ist das dumme Ding? Da. Und danach muss ich da ganz hinten, glaube ich, noch in das Loch einmal. So, was brauche ich zum Wiederbeleben? So oder so? Maximal Lust und Wasser. Ihr seid jetzt hier. Honey ist wiederbelebt. Gucken, Sven kostet 4. Holger kann ich zurzeit nicht wiederbeleben. Verdammt. Müssen mal gucken, hat einer von den Steinchen dabei? So komme ich gerade nicht aufs Inventar. Sunny und Sven haben ja keine Steinchen dabei.
Mal Pal oder Tego könnten vielleicht welche dabei haben. Deswegen gebt mal kurz darüber, bitte. Dann die will ich mir sowieso mal aufsparen. Tego ist ja einfach der, den man von Anfang an hat. Sonst darf ich jetzt die Kristalle sammeln. Verdammt, ich hab keine. Ja. Holger muss noch ein bisschen warten, bis ich Steine gefunden habe. Die ich dann zu Kristallen umwandle. Ich finde, wir haben heute viel erreicht. Ich speichere jetzt. Ich jetzt aber zweimal. Ja, war auf jeden Fall interessant heute. Wir haben sehr viel Neues kennengelernt. Yannick darf sich freuen. Er ist jetzt einer der nützlichsten der Truppe. Wenn ich ihn aus der Truppe rausschmeiße, dann ist er sogar der nützlichste. Weil er als einziger dann Schießen machen kann. Also, dass wir Munition haben. Können eigentlich auch andere die Munition verwenden. Habe ich noch gar nicht getestet. Ich gebe einfach mir mal eins und guck mal, ob ich es schießen kann. Ja, alle können die Munition verwenden. Ihr seid die Waffenproduktion. Geilo. Den Kubus wollte ich noch behalten. Ach komm, Pal, werd du mal zum Kubus. Ja. Mal gucken. Janni, kannst du aus diesen beiden Sachen was herstellen? Ja, kannst du. Komm, dann mach mir doch mal Munition. Ja. Ich beende das jetzt hier heute. Ich will die Streams nicht allzu lang haben. Wenn es euch gefallen hat, die jetzt im Nachhinein zugeschaut haben, Follow da lassen. Ansonsten auch noch auf YouTube vorbeischauen und vielleicht da ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!